Extermination, mein Lieblingsspiel auf der PlayStation 2. Ich freue mich auch, dass es endlich auf der PlayStation 4 erhältlich ist. Das ist eines der ersten Spiele. Ist die verpackte Version, die ich gerade in der PlayStation 2. Aber die läuft auf der PlayStation 4? Nee. Ist in der, geht nicht. Müsstest du nochmal kaufen. Echt? Aber ich bezweifle, für Extermination würde, glaube ich, 20 Euro kosten. Aber das war 2001 Deep Space ist aber auch ein schöner Name, weil 2001 so ein schöner Film war und Deep Space ist auch mit Weltall. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Beginnt die Dr. Who-Witze bei Extermination? Ich habe keine. Was? Ist das nicht diese Sherlock Holmes-Nachmache? Genau. Irgendwie? Ja. Okay. Eine Sherlock Holmes-Nachmache? Ja, es war bei Stephen Moffat. Oh! Nicht, ist das ganz mittig? Nee, ne? War das nicht ein bisschen zu weit rechts? Oh Gott, das mit der Schrift ist, glaube ich, nicht ab. Ist das so? 24. Dezember 2005. Es gibt keine Untertitel leider. Just because you're Special Forces Recon, don't let your guard down. Oh Gott. Do it by the book, and you'll make it back alive. Don't let me down. Show the world what Marines are made of. Yes, sir! Mission code name is Cold Limit. Check the mission data on your remote terminals. Yes, sir! Dennis, I know what you're thinking. Das Messer im Kopf? Ich würde niemals in einem Flugzeug. Oh ja, stimmt. The past. And everybody does it sometimes. But just remember one thing. Be strong. You know? Don't die. Be strong. Keep focused. Don't let your mind become clouded. Something I learned on the streets. With life comes pain. You gotta deal with it. Look, Roger, I know you're right. But if it turns out that Cindy's in trouble, I swear to protect her with my life. Was sie für Paco? I'll do whatever it takes. I swear to protect her with my knife. Do for him now. For Andrew. Not bad. Der Entwickler scheint Deep Space zu sein, wer immer das ist. Was denn jetzt? Haben sie ihre Schwerter gekreuzt? Bro Knife. Niemals die Schwerter kreuzen. After that mission in China. Oh Gott, das ist krass, das Spiel ist von 2005, Mafia ist von 2001. Das wirkt echt auch, das ist eine Katze. Ich dachte, es ist von 2001. Achso, ich dachte von 2005, was? Wo komme ich denn mit 2005? Das. Ach, das Spiel steht 2005. We're like family. Never forget that. Weihnachten! Das ist ein Weihnachtsspiel! Stand er gerade, ja. Weihnachten? Ja, 24. Dezember 2005. Ja, wahrscheinlich, dass er Weihnachten ist. Ja, 24. Dezember. Ja, gut. Heiligabend, um genau zu sein. Ja. Oh nein! Das wäre eigentlich voll cool, wenn du jetzt an einer Antarktis abstürzt und gegen Weihnachtsmänner oder Weihnachten retten musst. Also ich glaube, mit der Antarktis einem abstürzen, das ist schon mal ganz gut dran. Das sieht aus wie so ein Emergency-Vorspann-Video. Ist aber Extermination. Ja, aber das wäre sehr lustig. Oh, guck dir diesen Ladescreen an, woher kenne ich den? Welches Spiel hat genau diesen Ladescreen? Es gibt irgendein Spiel, das ist genau das. Das ist ein Metal Gear Solid. Was? Ich kann nicht sehen! Get your ass up here! Come on! This ice cliff looks impossible! Find a way around it! Just follow my directions! It looks impossible! Ice impossible! Guck mal, da ist eine Borderlands Loot Chest. Ach du Scheiße! Das sieht aber gar nicht, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Nee. Naja. Oh! Oh! Ja. Wie man so ein bisschen die Waffe noch sieht. Aber ich weiß, dass sich das schon super stören wird, dass diese Animation so lange dauert. Zwischen... Oben Scheiße. Dennis Reilly, okay. Ah, ich schieße auf Kreis und mit Viereck mache ich... Licht an und aus ist wichtiger. Ja. ich muss mal ganz kurz, glaube ich, die invertierte Steuerung im... Stimmt Birthday. Oh Gott, am 25.10.1981. Ich möchte gern in den Menü... Dankeschön, in das Menü, das... der... Nee, kann ich natürlich nicht. Oh Mann. Ich habe keine Kamerakontrolle. Gar keine? Nee. Ja doch, so, kannst du immer gucken. Steuerkreuz macht was? Ah, guck mal, ich kann auch... Steuerkreuz? Kann ich mich auch bewegen. Ach so. Aber rechter Stick macht gar nichts. Aber ich kann auch im Third-Person-Modus. Aber dann ist oben und unten leider invertiert. Naja. Oh Gott, jetzt die Kamera so offen. Oh, guck mal, hier ist Werbung für C12 Final Resistance drin.
im Booklet. Ich guck da gerade mal rein. Das ist doch was schon für ein Ding? C12 oder C-12. Also es ist in Klammern geschrieben, deswegen weiß ich nicht. Batterie. Ich habe 6 Unit Battery. Damit habe ich Power für meine Items, die Batterie brauchen. Kann ich nicht benutzen, also kann ich gar nicht mitnehmen. Okay, weil ich genug Batterie habe. What? Hä? Healing? So, warte, soll ich euch irgendwas vorlesen? Nein, warte mal ganz kurz. Muss mal kurz Healing hier. Items. Gar keine. Ich habe davon nichts. Du hast noch gar nichts. Das ist die Batterie. Achso, die ist voll. Genau, die ist Teil dieses Bildschirms. Okay. Was ist das hier für ein Interface? Okay. Oh, krass. Kannst du deine Waffe hier so modden? Scheinen, ne? Aber ich habe, glaube ich, von allem nur eins. Ja, könnte ich, glaube ich. Theoretisch. Das hier. Infection 0% übrigens, ne? Oh ja, das ist sehr gut, wenn das als erstes. Das wird so eine Das Ding-Nummer, oder? Ja. Sie beginnen das Spiel mit einem Infektionsgrad von 0%. Werden Sie einer gesundheitsschädigenden biologischen Substanz ausgesetzt oder von infizierten Feinden angegriffen, steigt es. Ach du Scheiße, was ist das denn hier? Zubehör auswählen und befestigen. Das ist weg, obwohl ich es nicht benutzt habe. Doch, du hast es ja gerade aufgenommen. Ja, aber das hast du doch gerade da reingesteckt, oder nicht? Nein, ich hatte vorher schon 6 von 6 und der hat dann gesagt, kann ich nicht aufnehmen, weil meine Batterie schon voll ist. Das war quasi Batterie-Power. Du hattest ja gerade irgendwie auf Benutzen gedruckt oder so. Ja, hier. Ach, egal. Hier habe ich gerade benutzt. Egal. Okay. Jetzt habe ich 2 Batterie zu wenig. 2 Batterie. Ist schon keine kein Gegenstand mehr, sondern ist schon eine Einheit. Wir spielen übrigens Dennis. Ja, Dennis Riley, ich starte hier schon. Der ist 24. Das ist übrigens alles einfach kontextsensitiv. Alles mit X. Recovery Units. Wow, okay, kann ich leben wieder. Die, ne? Ach so! Nee, siehst du, du hast es aufgenommen die, okay, und dann... Okay, der nimmt die automatisch auf. Okay, dann hast du recht, ja. Wow! Sonic! Warum war das so kurz? Warum, ihr echt, ne? Ey, das ist so... Warum habe ich... Kann das sein, dass der Stick einfach kaputt ist? Nee. Nein. Wie weird ist das, dass ich einfach... Ich hab damit ja erst noch Echo Knight gespielt. Es ging alles. Oh gut, ich hab eine... Oh Gott. Aber 2001 heißt auch... Da waren noch nicht alle Spiele Dual-Analog, ne? Bei der PlayStation 2 gab es ja... Also ich finde, 2001 sieht das echt ganz ziemlich gut aus. Selbst bei der PlayStation 2 gab es ja Support für den alten Controller, glaube ich. Da würde ich nicht drüber gehen. Motion Capture? Warum nicht? Weil das abstürzt. Aber zum Glück erst, weil ich genau drüber gelaufen bin. Oh nee, du hättest wirklich? Ja. Ich habe aber X gedrückt. Hast du Fußspuren? Nee, ne? Nee, das war zu viel. Immerhin explodiert so ein bisschen was. Explodiert? Oh. Ja, auch das erste so, Begriff. Ja. Okay. Was wird denn das für ein Spiel? Ich glaube, es ist ein Horrorspiel. Was ist das? Könnte ich mir vorstellen. George Harlan, it's freezing, totally freezing. The blizzard from early this morning has already reached class A. The wind chill is hitting us really hard. I suppose the cold is nothing to be surprised about. After all, each meter second of the bis aus in the Antarctic. Naja. Didn't expect any of this last night. The snow was light. We saw a green flash and a beautiful light pillar. This place is out of order. Antarctica and everything on it is completely and utterly insane. All the way down to this very compound, we'll never be able to exterminate them. Roll credits. Das wäre sehr früh dafür. Also dieses Booklet ist ziemlich ausführlich. Da wird sogar die gesamte erste Mission beschrieben, falls du nicht hinkommst. Oh, das ist ja sogar in Farbe, ne? Ist in Farbe und ist sehr weich. Hä? Just like training, huh, buddy? Was? Haben die nicht gerade so Plugins im Ohr gehabt? Okay, now hurry up. You have to find Cindy. Okay, war steuert ganz schön. Ich glaube schon. You have to find Cindy. I'm freezing my ass off waiting for you. Boss. One false step. You'll be in trouble. They won't find the body till the poles. Das ist die beste Kameraperspektive. Diese Unschärfe. Immerhin haben sie verschiedene Kameraperspektiven. There are two places you need to jump. Prince of Persia. You're not as big as me, so it won't be too hard. That is wall one. Okay, Roger. Krass. Willst du einfach auf mich warten? Bitte warte. Bitteschön. By the way, I'm from Brooklyn. My favorite actor. Wer war das? Christopher Walken. Der andere Typ, wisst ihr? War das Roger? Hier ist ein Extra. Kann sein, Mats. Wenn jetzt hier kein Extra ist, bin ich so pissed, weil hier muss ich nicht lang, aber ich bin trotzdem lang gegangen. Also, wie ich das hier rauslese, ist das wirklich so ein Action-Horror-The-Thing-Ding. Action-Horror-The-Thing-Ding. Bam, das war's.
Boah, ich bin der allerbeste Spieler. Ein Toaster. Noch ein Highlight-Item. Ich finde es bisher gar nicht ganz cool. Oh! Was war das? Yeah! Voll die Animation. Ich bin für alles dankbar. So, kannst du jetzt... Nee, geht nicht schneller, ne? Nee. Das wäre auch absurd. Sollen wir mal nach Steuerungssachen gucken? Nee, mach jetzt auch. Nein, du hast schon... Das ist okay. Guck mal, sogar ein Schattenwurf. Wow, ja, wenn ich früher X drücke, springt der auch früher. I've gotta jump that gap, huh? What? I can jump. Du hast gesagt, ach, can. Oh! Abgerollt. Was? Das ist ein Item, das wollte ich haben. Man kann sogar, also, das ist halt so weird, weil X halt nur springen ist, wenn du vor einer Klippe bist, aber du würdest ja erwarten, dass du dann nur dann springen kannst, wenn du auch springen kannst. Ja, es ist komisch. Aber du kannst trotzdem auch zu früh springen, weil das Kontextsensitive halt früher aktiviert wird. Wo zum Teufel bin ich jetzt? The rear of ja, Sahara das war. Achso, ich bin wieder zurückgelaufen. Ja. Ah, okay. Okay. Oh nein! Polly! Du kanalisierst Polly. Oh, jetzt wo das Finale heute gelaufen ist. Ist das Finale gelaufen? Ja, sollte. Ja. Ich habe nicht geguckt, ob es auch. Ich channel ihn jetzt schon. Wir channeln alle. Okay. Da kann man doch rüberspringen. Das ist mir auch egal. Animationen sind ganz okay. Ja, also nur so ein bisschen hakelig, ne? Und wenn er läuft. Naja, also was hast du denn erwartet? Nee, ich bin gerade schon völlig ohne auf irgendwas zu achten darüber gelaufen, deswegen dachte ich, ich könnte da nicht runterfallen. Aber ich habe gerade nur sehr viel Glück gehabt. Okay, pass auf, dann ist jetzt der Run, wo ich mich einmal sehr stark konzentriere und wo das beim ersten Mal klappen wird. Das ist wie bei Dark Souls. Nein, ist es nicht. Hier ist nichts wie bei Dark Souls. Hier immer nur nein, mimimi, hier ist nichts wie bei Dark Souls, das ist immer so seltsam. Oh, hier ist ja gar nichts, was erst was Tom gesagt hat. Sag das auf. Na, das hier übertrieben. Da wollte die Kamera verstellen, ne? Aha. Das ist vergessen. Gibt's nicht mal einen Fokus hinter einem. Oh. Wie habe ich das gerade beim ersten Mal gemacht, ohne einfach zu stoppen? Naja, vielleicht weil du nicht so großartig drüber nachgedacht hast und du hast automatisch in die richtige Richtung gelenkt. Mach das doch einfach nochmal. Nee, ich will es jetzt vorsichtig machen. Nein. Weil ich gerade Angst habe zu rennen, willst du jetzt auch noch viel mehr runterfallen? Nein, ich glaube ja, wenn du nicht viel drüber nachdenkst. Aber das habe ich doch gerade gemacht beim ersten Mal, wo ich runtergefallen bin. Wenn ich das erste Mal runtergefallen bin, habe ich genauso wie beim ersten Mal getut. Tut. Und dann ist es falsch, nicht gerissen. Da hast du bestimmt absichtlich zur Seite gelenkt, um zu gucken, ob du hier runterfallen kannst. Wie jetzt gerade? Gute Soll ich mal in die Anleitung gucken, Robin? Idee, Tom. Warte, Robin, ich guck mal in die Anleitung. Nein, ich mach's jetzt einfach nicht so. Du sollst über das Rohr gehen. Dankeschön. Stimmt das da wirklich? Soll ich das für dich machen? Nein, ich mach's einfach so, wie ich es machen will. Und gut ist. Für Tom ist heute so ungewohnt. Tom ist heute aggressiv. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist der Sonntag. Nö, gar nicht. Hör dir mal das Metal Gear Solid Anfang an. Da habe ich Mitleid bekommen mit dem Mats. So. Ja, aber das war die eine Stelle und sonst. Ja, und dann jetzt wird das sind so zwei Stellen. Gleich wieder generell. Ich bin doch gerade aber nicht fies. Du warst jetzt gerade sehr fies. Guck mal, zwei schon, weil du so fies warst. Ich finde das nicht schön, dass ihr immer so streiten müsst. Geh doch. Auch das ist fies. So, dann. Mach ich auch gleich. Bam. Hier geh ich mit Robin was essen, was Schönes. Geh mal schön. Oh. Richtig schön Candlelight Dinner. Richtig schön Candlelight Kinder bei Burger King. Da war ich so lange nicht mehr. Das stimmt ja gar nicht. Doch wirklich. Du warst doch schon bei dem hier, wo selbst wir hier sind. Ja, das ist lange her, oder? Ah, okay. Gehen wir jetzt wirklich mindestens ein, zwei Jahre nicht mehr. So lange sind wir doch gar nicht hier. Du warst doch schon mal als Baby. Nee. Natürlich. Nee. Ich glaube, du bist ein ganz dreckiger Lügner. Ja. Das geht bestimmt und dann ist Game Over. Da haben wir dem Spiel ein bisschen viel zugetraut. Ah, so ist der. Danke. So ist viel genauer zum Zielen. Ja. Ohne Laserpointer. Oh, wow. Ja, scheint jetzt nicht. Okay, pass auf. Ja. Boah, ich bin ein bisschen nervös. Spät springen. Und abrollen. Nicht verlassen. Eieiei. Aced it. So, this is the air duct, huh? I was checking out how this fan works. It's spinning. Followed by a 2-second pause. But with the slowdown, it's only clear for 1 second. We don't have much time. Was ist das für ein Fan? You better go ahead. Warum macht er das? Wenn der jetzt stirbt, freue ich mich ein bisschen. Hey, you're good at this stuff.
Wow. Dieser Brooklyn-Akzent, oh Gott, ey. Das brutal ist, das Spiel? Okay. You did it. Ab wann ist denn das? Wow, Alter. Huch, krass. Dieses Spiel ist ab 12. So zwei nasse Säcke. Da haben sie voll Glück gehabt. Ja, wirklich, das stimmt. Wenn die Truppe ein bisschen weiter höher wäre. Das sind übrigens Best Buddies. Train Tracks, were you told anything about this compound? No. There was a battle here. What the hell? This is bad. Doesn't feel right. Trusting your instincts again? It's kept quiet. So far. Let's look around. There may be some survivors. And you gotta find Cindy. Who's Cindy? Lass mal versuchen. Soll ich dir sagen, wer Cindy ist? Ja. Achso, nein! Oh Gott, nicht extra nachgucken. We'll start here. Back du wüsstest das schon. Ja, ja. Wir sehen, dass sie da drin ist. Was macht er? What did you just do? Tür geritzt. Da war ein Schloss vor. Der hat Angst, aber so geht das nicht kaputt. Nobody here. Das Messer ist spitz, keine Mine. You wanna search the corridor? Okay. Boah, dieser Akzent. You wanna search the corridor? Das ist übrigens Roger. Roger ist 26 und er hat besondere Fähigkeiten, Kampf mit dem Messer und ohne Waffen. Und er ist aber auch ein Experte für schwere Waffen. Ist er aus Brooklyn? Steht das da? Nee, steht leider nicht da. Bei dem Akzent Roger nachzuurteilen. Gewicht 120 Kilo. What? Was? Wasser? What? Das ist ein komischer Shader. Ja. Soll das sein? Achso, das ist noch kurz. Cindy ist... Oh, krass. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier hochspringen kann. Cindy Chen. Warte mal. Oh, da. Nein! Oh. Ah, oh. Kann ich jetzt immer springen? Ich bin, da liegt was. Ah, ja? Da liegt auch was? Ja, ja, da wollte ich ja ursprünglich hin. Achso. Nein! Ja. Oh, das klang komisch. Small life form known as Hydra. Spies out, spy baby out, gray nickel that our research person has identified as an infestation fluid. This life form has been known to cling directly to a target and release this head fluid. Contact with the substance will cause some sort of chemical reaction in the body that mutates body cells. It also degrades the body's immune system in a way that accelerates the cell infestation process. The degenerative fluid has already had adverse effects on facility personnel. After any contact with the substance, you are required to proceed to immediately. This is quite all of the facility personnel going after intensive care unit. Das hast du sehr schön. Wenn du so vorliest, ja, warum musst du gar nicht vorlesen. Überhaupt? Weil ich die Leute auch selbst mitlesen können, ist es besser, als einfach das wegzudrücken. Nee, aber. Ich habe den Gist auf it. Normal vor. Wen hast du? Den was? Gist, den Gist du zurück? Auf it. Das war nur. Wo? Extra. Okay, also hier war optional. Stehe ich hier. Ah, hier kann ich weiter. Das ist der offizielle Weg. Ich schätze schon. Da haben die mich doch mit Absicht hingeführt, oder? Crazy. Aber auch ein Item, darauf scheiße ich jetzt. Wie er läuft so ein bisschen. Bin ich hier richtig? Fuck. From somewhere nearby. Woher weiß dieses er das? Dieses Spiel ja? Kam sehr früh im Live Circle der PlayStation 3 raus und wurde. 2001. Wurde deswegen als Showcase für die PlayStation 2. I'll be right there. Ich finde, das sieht. Also, ich würde jetzt nicht bemerken, dass das ein wirklich so katastrophales PS2-Spiel wäre. Okay, da ist irgendwas passiert. Das ist ja eigentlich ganz atmosphärisch und ja, offensichtlich. Spaß. Kam das auch ganz gut, ganz okay an. Echt, ja? Da hätte ich Metacritic nicht irgendwie 73, Das hat sich nur Game Rankings. Keiner dran erinnert. Ja, ne? Das, ich hab doch noch nie was von gehört, ey. Famitsu hat eine 31 von 40 gegeben, ne? Ja, Famitsu heißt aber genau gar nichts. Ja. Ja. Wie viel Niemals. Geld haben die uns für Marketing gegeben? 31 Euro? Oh nein, du brennst! Nein, tue ich alles gut. Okay. Ist eine meiner Stärken, nicht brennen. Läuft. Nein, brennt. Oh, ich habe. Toll, konnte ich vorher noch nicht rein, oder was? Das klingt immer so, als wäre das Spiel abgestürzt, was anderes. Ich weiß, was du meinst. Ja, darf ich nicht? Ach, das ist. Nee, das war jetzt nur. Das war, okay. Super. Das Manual für Safe Terminal? Alter, Alter. Ja, okay. Ist wirklich so ein Survival-Horror. The game was considered to be the first Survival-Horror release on the PlayStation. Look, a drawbridge. The map shows that the rendezvous point
B-Wing is on the other side. We need to lower that drawbridge. Oh, should we group and find out what's going on ASAP? Okay. Did you find anything out? Well, the compound's in a shambles. What the hell happened here? Definitely gotta stay sharp. You're right. I've almost repaired the computer. We should be able to open some of the doors now. Can you open the door at the end of the tunnel? It's locked. Yeah, hold on. Hätte mir halt auch nicht, das hättest du mir wirklich über Funk sagen können, ne? Ja, ja. Alright, it should be open now. Nicht mal animiert. Wie sie den extra so modelliert haben. Ja. Dass ich lieber einfach eine 2D-Fläche haben, wo er drauf gedrückt hätte. You look around the area. Amazing place to go underground in the South Pole. Who would have imagined? Kann ich ja nicht so schnell dabei. There's certainly something strange going on here. Ich habe einen Tremor in the Force gespürt. Ach, das ist das. Was sagst du? Ich dachte, das wären auch alles Cutscenes dann eben. Dass sie Christopher Walken rangekriegt haben als Voice Actor, ist aber beeindruckend. Boah, warst du gerade so erstaunt, irgendwas irgendwie gelacht, Mats? Weil Entwickler von dem Spiel danach bei... Jetzt werden wir vergessen. Wow. Das ist übrigens tatsächlich Metal Gear. Mats, du hast recht gehabt. Mats, komm mal auf den Bildschirm. Ah. Für einen Mini-Pack. Axis, Entwickler von dem Spiel, also von dem Spiel sind dann zu Axis Games. Axis Games, die Deadly Premonition gemacht haben. Das ist aber ein Rückschritt, das Spiel sieht besser aus als Deadly Premonition. Ja. Oh. Also. Läuft auf jeden Fall besser. Ja. Mann, das müssen wir echt spielen. Muss ich noch ein drittes Mal durchspielen. Warum haben die den so lang gemacht? Wieso hätten die das nicht gemacht? No. Damit man eine Erwartungshaltung hat. Komm, da kommt gleich bestimmt nach der Tür ein Gegner. Das kann auch ein bisschen dauern. Weißt du das? Jetzt haben die Brücke... Nee, was war mit der Brücke? Die haben die Tür geöffnet. Wir müssen die Brücke zumachen. Was war denn da? Das wolltest du mal gucken, ob du durchkommst? Das auch, ja. Ist aber auch... Also, manchmal macht er auch nicht das, was ich möchte. Ja. Musst du auch immer im Kopf behalten. Sieht auch ein bisschen so aus, manchmal. Das ist grün. Toll. Huh. Der hat so einen komischen Stolz. Was ist der? Der stolziert so. Zieht die Beine zu weit hoch. Motion Capturing, aber irgendwie auch nicht so richtig. Nee, Motion Capturing ist das nicht. Doch. Gibt's ein Motion Capturing. Aber wieso läuft der dann so? Ja, weil es kein gutes Motion Capturing ist. Oder der haben einfach einen falschen Menschen zum Motion Capturing genommen. Meinst du, der läuft so? Ja. Könnte sein. Da! Da! Wenn du es schnell genug platt machst, kriegst du einen. Motion Capture Editor. Soll ich mal zurück rein? Ja. Zurück. Ja. Bam, bam, bam. Dennis. Vibriert. Moch. I think there's something alive. Die Kamera genau da stehen bleibt, das wär's. Dennis. There should be a transformer room somewhere. Brian out. My job again? Hey, I'm looking for Cole. Yeah. Und der Joker im Suicide Squad Trailer. I would have been chop suey, right? Yada yada yada. I've heard it all before. Okay, I'll buy you a drink when we get home. Wir müssen den Strom anmachen, das ist das Wichtige. Okay. Hast du den neuen Batman wie Superman-Trailer gesehen? Nee. Du guckst den besser nicht. Ich mag den Trailer, aber er verrät den kompletten Film. Also ich mag den Trailer nicht, aber ich würde ihn mögen, wenn so ein, zwei Szenen da nicht noch drin wären. Warte! Ja, kill it! Ach, jetzt Auto, ey. Ja. Alter! Ja, was? Das war dir vielleicht gar nicht feindlich gesehen. Ja, jetzt ist schon. Ja, jetzt schon. Aber wir ihm, Tom, wir ihm. Ich hab's getötet auf jeden Fall. Ja. Hat sie die Kiste kaputt geschossen? Auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, die ist aus Holz. Totmetern. Oh. Das war nichts, warum. Wir können doch nicht die in der ersten Kiste, der man. Nichts drin haben. Rote Fässer? Das wäre ja zu einfach.
Da kommen jetzt bestimmt ganz viele Gegner, nachdem du sie platt gemacht hast. Das Blaue kann einmal in die Luft fliegen, bevor es in die Luft fliegt. Das sind viele Kisten. Da liegt was. Jemand. Rotes. Top 12? Damals? Keine Hände? Denen wurden die Hände abgenagt. Da, jetzt wollen wir den Viechern nach. Die tun doch überhaupt nichts. Die leuchten blau. Wow! Da kommen welche raus. Die tun doch. Die weißt du, du kommst in so eine Forschungsfacility, wo alle tot sind und dann sind da komische Algenviecher und dein Argument, die nicht abzuschießen, ist, die tun doch nichts. Ja, vielleicht ist das hast mal du schon das Problem mal, hast du schon mal einen Facehugger gesehen? Ja, also die tun auch dir nichts, bis sie dann fucking facehuggen. Als erstes immer Diplomatie versuchen. Versuch das mal beim Facehugger, dann bist du tot. Und danach? Danach bist du tot. Nein, ja, dann sagst du gar nicht, der Facehugger bringt sich gar nicht um. Wieso? Ja. Das ist erstmal Punkt 1, dann, Robin. Aber du stirbst als Effekt. Ja, aber der Facehugger bringt dich nicht um. Naja, schon indirekt. Nee, der Facehugger fällt ab und ist dann tot und dann ist ja, aber er hat sich infiziert und deswegen tötet er dich indirekt. Das ist so, als wenn du sagst... maßgeblich an deinem Tod beteiligt. Richtig, ohne den Facehugger wärst du nicht gestorben. Ja, da, ja gut, ja. Okay, unter diesem Aspekt, ja. Aber den Facehugger jetzt mit Boshaftigkeit zu unterstellen, finde ich schon wieder sehr... Wenn ich dich jetzt mit einem also dir irgendetwas injiziere, das dann aus deinem Bauch rausbricht... Dann wäre ich ziemlich beeindruckt, dass du sowas kannst. Aber das wäre nicht meine Schuld, weil ich das dich nicht getötet... Da hätte ich dich nicht getötet. Wenn du das könntest, wenn du wie ein Facehugger wärst... Das wäre aber rechtlich dann sehr großes Schlupfloch. Ja, ja. Wenn du mir was injizierst, was dann aus meinem Magen rausbricht... Wenn man genau nimmt, ist das Gift, was den getötet hat. So. Naja. Naja. Warst du mal Anwalt, oder? Wir reden hier vom Facehuggern, Herrgott. Soll das mal so Schöffe werden? So. In den Gesprächen mit anderen Schöffen. Also ich, wenn ich jetzt mal kurz meine Meinung darlegen darf, fand ich das gar nicht so schlimm. David, wo ist denn hier eine Safe-Station mal? Ich möchte das vielleicht privat mal weiterspielen. Vielleicht. Es ist bisher wirklich etwas ereignislos, würde ich es nennen. Was habe ich gerade gemacht? Weil du läufst zwar hier so rum, es scheint mechanisch normal zu sein für die Zeit. Was habe ich denn gemacht gerade? Du hast diesen einen Ding nach oben befördert. Kann ich jetzt hier durch? Weil ich habe das nach hinten geschoben. Ja. Kann ich da jetzt einfach... Warte mal, da läuft. Ich gucke erstmal da oben. Wow. Die Animationen sind wirklich ziemlich gut. Ja. Bis auf die Laufanimation. Ding, ding, ding. Shit. Aber schicker Sprung. Das ist so weird. Das habe ich noch nie im Spiel gehabt. Einen kontextintensiven Sprung, der aber trotzdem. Ja, irgendwie. Wie ein richtiger Sprung gearbeitet hat. Alter. Ich will an diese Lichter dran. Ich kann mir denken, dass ich vielleicht aktivieren muss. Feste Kameraperspektiven, ne? Lähm nicht das Spiel, sondern den Spieler. Dang it. Dann. Nein, du sagst. Wenn es geht. Ja, klar, bin ich aber vorher schon. In der anderen Lüftungsstadt einmal rein. Und ich habe das ja weggeschoben, also muss ich ja rein, bestimmt. Ich meine, so richtig wie, so habe ich gerade Grim. Wie heißt das? Nee, du meinst. Dungeon Crawler-Ding? Ja, ja. Aha, komm gleich da. Nee. Das Dungeon Crawler-Spiel. Grim Rock. Welche noch? Grim Rock? Ich wollte auch, ja. Grimoire Weiß. Oder halt jeden anderen Dungeon Crawler, wo du dich so. Ja, aber das ist der einzige, den ich kenne. Damit kann ich die Tür aufmachen. Leute, warte kurz, wir sind kurz davor. Ich weiß gleich nicht. Passiert was. Nein, das ist ein Highlight. Dang it. I lied. Doch, keine Keycard. Ist hier nichts wieder? Aber da ist noch ein Gang, oder kommst du jetzt? Von da bin ich. Bist du von da gekommen? Ich hab irgendwas. Max, ich glaube, das war Ammunition. Einfach nur. Hier ist wirklich nichts. Gott, damn. Krass. Ihr wollt nach Hause, ne? Also, ich bin ja auch der Meinung, dass hier irgendwie noch das eine Alien wenigstens kommt, was dich auch angreift. Weil bisher sind es. Wäre ich auch Fan von. Sind es nur kleine Würmer, die abhauen. War ich hier schon? Wobei ich es eine coole Mechanik fände, wenn du irgendwie so im ersten Level diesen Würmern begegnest, die dir nichts tun. Und je mehr du davon leben lässt, desto größer wird der erste Gegner oder so, dem du begegnest. Also, dann spricht ja doch alles dafür, sie alle möglichst brutal umzubringen, oder? Ja, ja.
Da war eine Tür. Macht der immer diese Dreier? Die nee, nur wenn ich das drücke. Achso. Tja, die ist wohl gelockt. The scharfes S gerade wieder? Ja. Ja, 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 ja. Peter. Ah, okay. SZ. Das ist ein scharfes S bei dir? Ja. Heißt das, also ist es auch, auf Region an? Weil, kann sein. Kann das also ich kenn's auch nur als SZ. Also ich kenne beides. Aber gesagt hat nicht mal scharfes S. Sie vertragen halt einen halben Scheißkack. Ja, die musst du dir also. Ja, das ist das hier. Ist das ein Medkit oder dass so? Dass er das überhaupt nicht kommentiert, ey. Ja, aber das ist ja normal in dem Genre. Für 2001 vor allem. Ja, aber auch in dem, also allgemein. Das macht ja niemand. Im Silent Horror, im Survival Horror wird doch ja, nichts. Bei Resident Evil da wird schon darauf hingewiesen, dass das vielleicht komisch ist. Aber nicht während du hier spielst. Oh Gott. Well. Immer nur in Cutscenes. Da muss ich lang, oder? Ja, sah gut aus. Shit. Dass man so versehentlich. Das ist komisch. Nee. Ein komisches Spiel. Warte mal, hier war ich auch noch nicht. Oder bin ich von hier gekommen? Ja, es sieht nicht so furchtbar aus, aber. Also, wenn ich es damals gespielt hätte, hätte ich gesagt. Boah, nee, von da bin ich gekommen. Ich glaube, ich konnte da. Kann ich da nicht lang? Hier oben? Da, ja. So an der Klippe. Wie auch immer man das nennen möchte. In dem Vorsprung. Die machen nur Geräusche. Juhu. Ich finde dieses blaue Licht über ihrem Kopf dann irgendwie ganz lustig. Alarm! Blink! Er beschießt mich! Kann ich hier jetzt vorbei? Ja, ganz vorsichtig. Oh, krass. Oh, okay. Oh. Es war aber spät. Es war sehr spät. Ist wirklich. Halb drüber, ja. Oh Gott. Oh, Kamera, das wird nix. Oh, ist wieder nur extra, ne? Lore. Sollte hier nicht der Schlüssel rennst. Sein? Only my hands on the shotgun unit, there was a clockwork. Toll. Es gibt eine Schrotflinte, aber wir wissen nicht, wo sie ist. Ach stimmt, das ist eine Leiter, ne? Ja. Das ist nicht so einfach. Ah! Bitte. Oh, sie machen doch was! Wow! runter! Boah! Die Promise ist failed, wolltest du auch sagen, oder? Ach, das macht er automatisch in einiger Zeit. Ja, der war keine Leiter mehr. Oh. Deswegen ist er runtergefallen. Okay. Bin ich jetzt woanders oder bin ich jetzt genau da, wo ich vorher auch schon war? Nur. Also. Ich glaube, es ist was anderes, oder? Nee. Tja. Naja. Ich befürchte. Hier, warte mal, hier war. Ah, das war eine Tür. Ist da ein Loch? Ja, aber ich war froh, dass ich da nicht runter. Es lag auch irgendwas drin. Oh, ist abgeschlossen. Da muss ich rein. Sogar Atem. Kalten Atem. Oh Mann. Jetzt könnte aber was kommen. Nee. Ah. Oh. Looks like that air duct might lead to the transport. Das sieht er von da gar nicht. Das stimmt eher. Warte mal, wie komme ich denn da hin? Da, was ist mit der hinter dir? Diese Kissen? Muss ich das nach vorne fahren lassen oder kann ich von da aus dahin springen? Spring doch zu. Ich glaube, jetzt greifen sie dich an, alle, oder? Wie habe ich das denn gerade nochmal gesteuert? Wo waren die Maschinen, mit der ich das gesteuert habe? Weißt du das noch? Hier hinten? Ich glaube schon. War ich hinten überhaupt schon? Ja. Ich habe minus 5 Orientierungssinn. Falsch gelevelt, leider. Minus 5 Kamera. Das wäre eigentlich ganz lustig, wenn man das Spiel so aufpumpen könnte. Kamera schlauer machen. Balken weg. So, wo fährst du jetzt hin? Nee, okay, dann war das richtig. Ja, das war richtig. Ich hätte vielleicht von da aus springen können. Das ist meine Vermutung. Scheinbar. Oder andersrum hoch. Ich fahre nochmal zurück und dann versuche ich. Und wenn das nicht klappt, dann ist es vorbei. Dann war das ein sehr... Dann ist es vorbei mit Extermination. Ich würde ja fast nochmal reingucken. Okay, das ist super interessant halt, weil... Das man nie wieder von was gehört hat. Ja, und bisher finde ich ja gar nicht schlecht. Er sagt es sogar. Okay, dann haben wir es beim letzten Mal einfach nicht gehört. Oder erst komisch, dass die Soundqualität so offensichtlich. Er hat es vielleicht auch noch nicht gesagt, weil wir den Lüftungsschacht noch nicht gesehen hatten. Kann auch sein, ja. Das stimmt. Ah, der Spiegel da kaputtgeschlagen da drin? Ich möchte jetzt nicht zurückgehen, um das herauszufinden. Nee. Weil hier auch. Ja, bisher ist es eher so ein bisschen so ein Point-and-Click-Adventure außer Verfolgerperspektive.
Die Verfolgerperspektive. Ja, gibt's auch. Hab ich in der Journalistenschule gelernt, das heißt so. So, ich bring's von hier aus darüber, oder? Mhm. First try, bitte. Guck mal nach links, bitte. Ah, hier hin. Ja, ja. Okay. Gute Arbeit, Mats. Hat nicht geholfen. Gott sei Dank bist du nicht ganz runter. Ja. Kannst dich sogar dran hangeln. Hier ist wirklich alles zumindest deutlich besser als die damaligen Tomb Raiders. Ja, das ist... Es wirkt besser, aber... Ich glaube, das ist das, was ich machen muss, oder? Ja, das sieht ja, sehr, sehr gut aus. Vielleicht sollst du aber auch von dem grauen Ding da springen. Obwohl, da ist die Leiter hier dran, ja. Ja, nice. Wie eine Gazelle. Oh, ich dachte, du springst genau in die Lücke da. Ja, eine Lücke, ne? Ja, ja. Oh, die habe ich, hab ich gesehen, habe ich mit Absicht übersprungen. Ah, übersprungen. Bestimmt ein Item drin. Ja, nein, ein Medipack. Achso, ich dachte, meinst du in den Lüftungsschacht jetzt. Das wär's. Du bist da übrigens direkt rausgefallen. Ja, ich bin da durchgekrabbelt, das haben wir übersprungen. Komm, jetzt kommt so, geht so krass los, ne? Vorgerendert. Hydra mal 18. Falls euch dieser Löffel komisch kommt. Was denn jetzt? Ich trinke Tee. Das ist auch eins der wenigen Spiele, wo... Dennis. Now we can get to the rendezvous point. Wo ein grünes Licht ausgemacht werden muss, damit überall der Strom angeht. Oh, oh, jetzt ist... Dieses Geräusch. Das hätte ich wirklich gerne, als ob es abstürzen würde. Oh nein, oh, oh Gott. Oh. Ja, jetzt, wenn sie blau leuchten, sind sie aggressiv. Kannst du nicht nach unten? Nope. Oh nein! 20% direkt? Da muss die abkönnen, ey. Wie mich so anschreit, wenn es stirbt. Ich hasse dich! Oh, dass sie so wegploppen, ist schon... Nicht so schlecht gemacht. Ich finde, das ist ziemlich beeindruckend für die Zeit. Ich will jetzt ehrlich wieder zurückrennen. Ah, nee, da war noch eine Tür. Die ist immer noch rot. Wie hieß denn dieses? Da gab es auch so ein Dark Ring oder sowas? Ja, gerade an diesen ganzen PlayStation 2 Startdinger. Okay, definitiver Endpunkt. Wir gucken, was passiert, wenn die Brücke runtergelassen wird. Wenn da nichts passiert, wenn was. Okay. Jetzt aber. Oh nein, das ist nur Feuer. Der Funke, eben Öl. Oh Gott. Ja, Instant-Explosion. Und die Tür geht ganz langsam wieder zu. Hat er geblutet? Nee, ich glaube nicht. Soll dir doch jetzt nur sagen, dass du nicht mehr zurück kannst, ne? Ja. Aber ich will auch gar nicht mehr zurück, deswegen passt das ganz gut. Aktion B. Oh, komm, Musik. Da wird geschossen. Ich dachte, das wäre ein Rhythmus. Ah, ich habe die Dinger angemacht. Schießen oh, auf das Geräusch. Ah. Come on. Schießen wir auf dich? Ah. Das ist der Typ, okay. Ja, ja. Dennis. Oh, you suck. Ich bin seit 3 Minuten. Oh, Dennis, wenn du stirbst, hab ich so kein Mitleid. Wir können fliegen. Oh, Dennis. Er steht ach, daneben. Wir sind Dennis, ja, ne? Sicher, ja, ah, ja. Jetzt haben sie oh, wir können ihn besiegen jetzt. Oh, krass. Entschuldigung, wir sind ja Dennis, nicht er. Nice. Was ist der an? Extermination. Oh, der hat eine Schwachstelle. Nein. Roger. Mein Lieblings-Roger. Raketenwerfer? Leave Roger alone. Das war's, Bob. Du bist wirklich in allen Lebenslang schlecht, Roger. Dennis. Roger, Dennis. What is this? Offensichtlich gerade geholfen. Ich hab genau gesehen, wie du die Munition nach mir geworfen hast. I'm with the Marine Special Recon Forces, right? I know. You came here to scout the compound. For the rap track. But you're too late. This place is beyond your help. Examination. 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 And get out of here as soon as you can. Want to know what the hell happened here? What happened to my partner?
Ja, sehe ich das. Another casualty of this place. Casualty. It wouldn't help even if you knew. Was? Das ist so dumm. Ja, dann hat sie eine Maske auf und dann versteht man sie noch schlechter. Ja, super Idee. Und kein Untertitel ist halt auch super. Take this with you. What? Hast du gerade eine Granate nach mir geworfen? Take this with you. Hier. Okay, wir haben einen Gegner gesehen. Leider wurde er für uns getötet. The antibodies will temporarily ward off infection. Infection? Action? Ich glaube, der hat nur Action verstanden. Get to them as soon as you can and go back home. Go home. Even a brave marine has to know when to run. So. Hey, wait. Wir können dich da noch verstehen. What are you talking about? What happened here? Tell me. Damn it. Oh Mann. Komm, schrei noch no oder sowas. Wenn er sich nochmal ein bisschen zuckt. Der, der doch ja, er zuckt die ganze Zeit noch so ein bisschen, aber. Ist ja eklig. Mit ja gut. Haben wir doch immer noch etwas gesehen. Schieß ihn nochmal platt. Lass mal kurz die platt machen. Die mich nicht töten. Aua. Aua. Wo du theoretisch, wenn lass dich mal komplett infizieren. Ja. Wirst du dann zum. Wobei wir haben noch nie offiziell gespeichert, ne? Ja. Hängt der hier dran? Tolle Animation. Wow! Oh. Infected. Einfach nur tot. Nee. What? What? Muss ich, glaube ich, muss einfach nur dieses Desinfektionsmittel dann möglichst schnell nehmen oder so. Sonst. Dass du mutierst jetzt. Du hast keine Special-Fähigkeiten. Das ist doch voll interessant. Geh mal da weiter, die Brücke. Oh. Oh nein. Kannst du irgendwas machen? I'm pressing every button. Oh. Ha, geduckt. Ja. Gut ausgewichen. Wie du jetzt einfach deine Stinkelinie dampfst. Ja. Fahrtgas. Jetzt kommt er. Das lief perfekt. Ich habe nur ein neues Licht bekommen. Ja, das ist jetzt die Dead Space Held-Anzeige auf deinem Rücken. Weird, aber cool, aber weird. Du musst nur duschen, dann ist das weg. Na? Das ist wie bei den Sims. Das ist ein Backhugger. Oh, komm, mein Intensive Care Unit, kann mich jetzt einfach wegbrennen. Hier. Ja? Ja. Vaccine required, hab ich doch. Da. Achso, das heißt, du kannst es gar nicht überall benutzen, oder was? Ah. Das ist eine interessante Mechanik. Ja. Kann ich hier speichern? Nein? Nee. Kann ich irgendwo. Kann ich hier? Ist das so gut? Sieht doch aus wie so ein Safe. Safe Haven. Das ist doch ein Safe Point. Safe Terminal! Battery needed? Mhm. Das ist ja, wie das Resident ist Evil. Richtig. Wie war früher ein Survival Horror. Ich fand das jetzt so tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich habe auch eine Memory Card. Nee, ne? Das wurde definitiv gut, interessanter. Doch, ist da eine drin. Ja. Vielleicht eine Empfehlung für Leute, die einfach Retro-Spiele gerne mögen, das sie nicht gehört haben. Wäre aber wer weiß, wo in welche bald Richtung das hier noch bald geht. Bald ist Weihnachten. Ja, Extermination und dann Tannenbaum. Ne? Wegen 24. Ne? Deswegen. Mhm. Weil das am 24. Das ist ein Weihnachtsspiel, ja. Dennis wünscht euch eine wunderschöne Weihnacht. Wenn jetzt noch Weihnachten reingeschossen hättest, dann wäre ich beeindruckt gewesen. Warte, ich mache einen Weihnachtsbaum. Oder einen Weihnachtsbaum. Und Smiling. Ein Weihnachtsbaum? Ein Weihnachtsbaum. Boah. Ist ganz einfach. Okay, pass auf. Ach, schon falsch. Oh, sie bleiben da muss ja mal ganz schön beeilen. Nicht sehr lange. Ja, okay, lass ich durchgehen. Warte, wenn es wie bei Rainbow. Ja. Wie bei Rainbow Six. Genug auf die Wand schießen. Doch nicht. Bricht sie durch? Mich vertan. Tschüss. Ciao. Ja.